Einmal so, aber ich habe die Runde mal komplett rumdreht, weil den Graben will ich eigentlich von der Seite anfahren, weil ich finde, von der Seite ist das schöner, weil da hast du mehr Downhill-Passagen drin. Safety first, immer mit geschlossenen Helm. Also ich probiere es immer von links gut zu fangen. Oh, links ist glaube ich, rechts wäre glaube ich ein wenig besser gewesen. Oh. Der droppt ganz schön unter. Jetzt wird es im Grunde genommen eigentlich ein bisschen tricky. Schauen wir mal, wann wir abspringen müssen. Ah, ich glaube, das geht. Ah, das geht? Ja! Challenge! Das erste Mal. Bop, bop. Oh, da ist das Vorderrad und das Hinterrad gleichzeitig bei mir. Das ist fast ein wenig tricky. Bernd, alles klar? Sehr schön. Und jetzt kommt die tricky Stelle, da steige ich eigentlich immer ab. Jo, ah. Bin dabei. Uhuhu. Ein oder zwei, glaube ich, waren es, aber dann gleichzeitig. Boah, wir ganz durch. Du filmst mich praktisch von hinten. Wenn du vorausfährst? Dann müssen wir mal, ja. Oder willst du mal vorausfahren? Das kann man mal machen. Eigentlich würde ich da unten probieren, gleich mal links abzubiegen. Ah, das geht. Bernd, mir guck mal. Jetzt haben wir den Bernd verloren. Bernd, wir sind schon hier. Hey, easy. Also das habe ich noch nicht gemacht. Aber ich glaube, das machen bloß die Schafe. Ja, jetzt wird's knackig. Ah! Ja, nicht so gemütlich, Kollege. Muss man schon ein wenig spüren, dass man sie anstrengt. Ja, links am Metallpflocken vorbei, Pfosten, Beton. Und dann sind wir schon oben. Easy. Voll in die Fresse. Sag mal, habe ich Blut im Gesicht? Nee. Hier an der Seite? Ich habe den Anhast komplett. Ja, den habe ich komplett durchs Gesicht gezogen gekriegt. Gerade wenn du dann auch so Richtung Heidelberg und so fährst, da hast du ja immer diese Kiefern am Boden liegen. Mhm. Was da also mal dank Schutzblech dann halt nicht so hoch knallt, sondern halt nach vorne raus knallt, ja. Aber da hast du halt einen richtigen Trichter, da wenn sie an der Neid zieht, ne? Der wird durchgemahlen wie so eine Kaffeebohne. Ja, aufpassen, schlüpferig! Hä?
du Scheiße! Was haben sie denn da gemacht? Die sind ja wahnsinnig! Ja, das habe ich mir gedacht. Scheiße, hätte ich nur nicht gedacht. Ich habe gedacht, du bleibst jetzt auf dem nassen Stein mit dem Hinterrad hängen. Und dann war es auch so. Wäre ich nur einfach drauf geblieben. Ne? Als vor, aber so weit bin ich. So weit bin ich bis jetzt noch nie gekommen. Ja, definitiv. Definitiv, du. Wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Servus Leute, der Obi war mal wieder on the road. Er hat es zum Intro nicht geschafft. Aber extra, wir vertennen jetzt den ersten Kollegen verabschieden. Bei der Tour waren dabei heute der Bernd und der Nobby. Kommod-Kollege Nobby Z. Irgendwie den richtigen Namen, werden wir irgendwann immer noch rauskriegen. Lehrberger Treppenpassage war das. War eine coole Geschichte. Keine Ausfälle zu verzeichnen. Material hat gehalten. Knie sind ganz blieben und so weiter und so fort. Jo, also, was soll ich noch dazu sagen? Wir drehen jetzt noch eine kleine Runde und dann wird jeder daheim gehen. Wahrscheinlich irgendwie Dusche, Badewanne aufgewärmen. Ist schon ganz schön zapfig kalt heute. Also, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Servus! Akku leer und so weiter und so fort. Hunde, komm mal keine.